spiele heute Pokémon Schwarz. Jan, spielst du heute Pokémon Schwarz? Nein, ich spiele Pokémon Weiß. Okay, tschüss. Tschüss, ich gehe raus. Ich auch. Ja, ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht rennen? Ich kann ja immer noch nicht rennen. Ja, Pokémon Schwarz und Weiß. Ja. Soling Challenge und das Gelaber geht weiter. Was geht denn da auf dem Backen vor sich? Keine Ahnung, ich werde unter die Lupe nehmen. So, am besten nehmen, halt nicht hingehen, sondern erstmal ins Gras gehen. Schön ja, am ja. Rand entlang. Ja, Jan hat mir verboten, dass ich in den Kampf gehe, also bis ich nicht Level 8 bin. Weil auf Level 8 lernt Mewtwo nämlich Sternenschauer. Ja. Aber ich würde sagen, ja. Und das könnten wir gut gebrauchen, wenn du da vielleicht gleich ein Undicht-Pokémon dir entgegentritt. Ja, ich gucke jetzt erstmal, wie viel Erfahrungspunkte ich kriege. Na, wenn ich jetzt keine Erfahrungspunkte kriege, ja, dann müssen wir das Risiko leider eingehen. Dann kommt Krüppuk. Ja, sowieso. Also wenn du nur noch eine Normalattacke bekommst, ist Krüppuk das und zu mir ist die einzige Pokémon von den 600 irgendwas, die uns gefährlich werden könnten. Also Jan? Ja? Jetzt kommen hier leider wilde Felilu, also mit dem Training wird schwer. Hat sich irgendwo ein Schnurrgast? Ja, ich hatte auch einen Schnurrgast. Aber die sind leider selten, weil jetzt kommt schon wieder nur ein Felilu. Also ich werde jetzt natürlich nicht den ganzen Part damit füllen, irgendwie hier Level 7 zu erreichen. Also ich gucke jetzt noch zweimal und wenn dann nichts kommt mit Schnurrgast, dann lass uns das einfach wagen. Okay, ich kann mir einfach das wagen. Ich gucke mir währenddessen einfach mal an, was noch bei mir alles an wilden Pokémon rumläuft. Oh, komm schon, ey. Das Spiel will nicht, dass ich das mache, Jan. Es kommt nur Felilu. Ich sehe schon. Mega Risk of Time. Und dann kommt ein Unlicht-Pokémon. Das Schnurrgast ist einfach der Rare-Encounter. Und dann kriegst du den auf einmal und tötest den. Da ist ein Schnurrgast. Sehr schön. So, Level 4. Das heißt, es bringt bestimmt unendlich viel Erfahrungspunkte. So, gucken wir mal, ob es das Ding überlebt hätte, was ich da beim letzten Mal gemacht habe. Mogelhieb erstmal. Jan Mogelhieb. Glaubst du, das Mogelhieb? Wurde du einfach vermogelt? Ja. Wahrscheinlich schon. Ist echt nicht schön, dass du so mogelst. Ja, okay, gut. Ein Schnurrgast noch und ich bin Level 8. Easy. Okay. Okay. Tja, Jan, dann erzähl doch mal was Lustiges. Der erste Part kam übrigens am Mittwoch, nicht am Dienstag. Was wir ja nur 6-mal erwähnt haben im Ankündigungsvideo. Genauso wie wir auch im Ankündigungsvideo erwähnt haben, dass die Pokémon nicht verpaart sind, sondern einfach nur so ein Ding ist, was Jan da einfügen wollte. Ist ja Wahnsinn. Wir machen das schon so lange, aber immer noch hören die Leute einfach nicht zu. Also ihr hört nicht zu. Also nicht alle von euch. Nicht aber alle. Leider zu viele. Aber leider doch sehr, sehr viele tatsächlich, ja. Ah, das zweite Pokémon auf meiner Route wäre Potrot gewesen. Ein Potrot? Also bei mir kommt ja schon wieder, also Schnurrgast ist echt selten, ne? Wahrscheinlich genau selten wie bei mir Potrot, weil das ist das einzige Potrot, was ich bisher gesehen habe. Es kommt dauernd nur Felilu. Ich wollte gerade sagen, Potrot hat gerade eine Attacke von Metagross überlebt, aber dann ist mir eingefallen, Robustheit. Robustheit. Robustheit, ja genau, ab jetzt ist es quasi, jetzt ist es wirklich gefährlich, ne? In Smaragd war es ja noch eher so nicht wirklich von Relevanz. Jetzt könnte Robustheit echt böse werden bei Kleinstein und Co. So, Jan, jetzt dürfen wir vor allem... Ja? Dürfen wir vor allem uns in den Kampf wagen. Okay. Dann bleibt nur noch eine große Frage zu lösen. Ja? Wer spricht Gezis? Ich habe Lust, ihn wie ein Spanier zu sprechen. dann kannst du N sprechen. Finde ich gut. Gut, ich prügele eben noch das Knebschor? Freezer lernt Sternschau und alles ist gut. Ah, oh, schön. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so. Jetzt hast du nur noch zwei Nemesis unter den 649 Pokémon. Genau, jetzt habe ich nur noch zwei Pokémon, die potenziell kommen könnten, um uns die Tour komplett zu vermiesen. Ja, wie gesagt, ich hatte schon mal Mewtwo in der Challenge. Das war im Livestream damals und dem ist es leider nicht ganz so gut ergangen. Tja. Also, ich hatte sogar schon zwei Mewtwos, denen es beiden nicht so gut ergangen. Das fällt mir gerade auf. Ich hatte bisher mal auch in einem Randomizer einen Mewtwo und das hat zumindest überlebt. Von daher. Bist du bereit, Jan? Ja, ich stehe hier bei Charon. Okay. Bei Charon? Der da links steht in der Meute. Okay, ich jetzt auch. Wer hat denn gesprochen? Ich glaube du. Ich habe Bell gehabt. Nee, komm schnell her! Jetzt kam mir gerade meine Kappe in den Hinterkopf.
Na dann, du darfst. Hört mich an, mein Name lautet Gezis. Geh und zis, wie die Tonfolge. Nein, wie Jesus. Übrigens, genau, das wollte ich gerade sagen. Er sagt sogar, wie man ihn benennt. Wie kann Leute immer noch denken, der wird Jesus ausgesprochen? Ja, weiß ich auch nicht, aber... Wobei, es gibt Verschwörungstheorien. Jesus, er, Jan. Ja, Jesus. Es gibt Verschwörungstheorien, die sagen, er sagt das extra, um davon abzuleiten, ihn nicht Jesus zu nennen, weil er wirklich kein Jesus ist. Oder er ist einfach Gezis. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe auch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Bitte? Frohe Botschaft? Was willst du? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, die Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in den finsteren Antlitz blicken zu müssen, weil ich laber ohne Ende, es interessiert keine Sau. Habt ihr eure vermeintliche Gewissheit denn niemals in der Frage, die einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Jetzt rede ich ihn einfach nur mit einem gerollten R und gar nicht mehr mit Spanier, ist auch egal. Okay. Boshaftigkeit schlechthin verkörpert ihre sogenannte Trainer, welche die Pokémon entwürdigen der Knechtschaft halten. Wie sie ihre Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen, sollte jemand unter der Ansicht sein, wir sprechen nicht die Wahrheit. So hebe jetzt das Wort oder schweige. Schweigen finde ich gut. Oh, also was? Ich weiß nicht. Okay, drei von denen sind schon mal nicht am Schweigen. Schweigen finde ich gut. Drum hört ihr, Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu den Menschen schon mal eine Pokémon-Karte kräftig, es gibt alle so Dinge, die wir lernen nehmen können. Wir haben bestimmt Zweifel, welche sind unsere Pflicht, als Menschen gegenüber der Pokémon nicht wahr. Was hat er gesagt? Soll das heißen? Wir sollen sie befreien? Nein. Okay. Das ist mir richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die Ehre, Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur können sie sich jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, in denen von Geburt daran zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, darüber die Pokémon erstmals wahrhaftig gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Ich hab ein Wäldchen geschlafen. Weißt du, was das Traurige ist? Ich meine, das Kampfsystem und so super schnell alles in der fünften Gen, das schnellste, was es gibt. Mhm. Aber das wird alles zunichte gemacht durch diese endlos unnötigen Dialoge. Ja. Yep. Mann, diese Rede eben. Was soll man jetzt am besten tun? Freunde Pokémon, was für ein Scheiß, Mann! Ich gehe! Und es geht weiter. Bam, bam, bam. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Das Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Endlich! Verstehst du? Nee, ich verstehe das nicht. Meine Güte, sprichst du schnell. Oh, er spricht schnell. Der wird mir ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst, Pokémon? Können doch gar nicht sprechen, du Volltrottel. Was redest du da für eine Scheiße? Doch, sprechen zu mir. Aber ich sehe, wir können jetzt zu denen, die hier schwindelig tun können. Das tun wir gleich. Meine Damen und Herren. Seine Textbox geht übrigens auch schneller, wenn du mal darauf achtest, ne? Ich bin Sharon und das hier ist Black. Wir sind hier unterwegs, damit wir mit einer wichtigen Aufgabe betraut werden, den Pokédex zu vervollständigen. Das heißt, alle Pokémon einfangen, knechten, in den Pokébällen von der Freiheit fernhalten. Das wolltet ihr doch, oder? Doch mein eigenes Hauptziel ist es, Champ zu werden und Pokémon zu knechten. Den Pokédex, sagst du? Ah, dafür müsst ihr eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommt es erste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Ach, du warst doch gleich... Ach ja, Black and White. Hm. Lass mich mal hören, was dein Team alles zu sagen hat. Mein Team hat zu sagen... Halt's Maul, verdammt! Okay, so. Jetzt kommt's. Also, er hat bei mir Laukaps. Panflam. Okay. Das kann ich besiegen. Wobei ich sagen muss, das sind eigentlich ganz passende Pokémon so für den Anfang. Das stimmt tatsächlich. So, konfusionieren! Das heißt, wir verkacken nicht direkt bei N. Nein, aber dafür beim nächsten Trainer. Also, ich sag's nochmal, Leute, bis ich kein neues Pokémon habe, kann alles, was... Ja, jedes Kryptogon zu Bieres ist mein Untergang, ne? Ja. Ich bin fertig. Ich auch. Na, kriegst du sogar noch Level 8? Ja. Yay! Schöne Wertesteigerung, muss ich sagen. Gibt es nicht Pokémon, die solche Dinge bei ihren Trainer sagen? Ach, das war das, wo auch noch die Texte von alleine weggehen am Ende. Ja. Solange jedoch die Pokémon winzige Pokéball eingepfercht sind, ist ja das ein unvollständig. Zum Wohle meiner Freunde der Pokémon muss sich ja von Grund auf verändern. Hm, wieso rollst du das eher so wie so ein komischer anderer Typ da? Was ist denn das für ein seltsamer Kerl? Aber gibt nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte dann schnell in der Arena von Oreo City antreten. Du sollst auch versuchen, die einzelnen Arenen herauszufordern. Denn um ein Volker Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenen in aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zu verfolgen. Okay. Ganz ehrlich, Jan, wir haben alle Pokémon-Spiele schon so oft gespielt. Ich glaube, in Zukunft, wenn ich ein Spiel, was ich schon mal Let's Played habe, dann werde ich die Dialoge einfach alle überspringen. Ja, das... Wir haben ganz ehrlich, ich spiele das ein paar Mal gemacht. Ich spiele Nuzlocke Challenge, deswegen der Challenge.
Und da geht es mir einfach immer. Es ist auch sehr anstrengend, wenn man immer wieder den gleichen Dialog. Ich meine, wir kennen die Geschichte alle. Wir werden das jetzt hier weitermachen, natürlich, aber. Vielleicht mal in Zukunft oder so. Mal gucken. Mhm. Wobei eigentlich wäre das Projekt ideal, um es mal zu unterbinden und nicht die alle Gespräche vorzulesen. Du bist dran, übrigens. Ja, ich bin noch unterwegs. Habe mich kurz geheilt. Wobei, wofür eigentlich? Ich habe doch nur zwei Konfusionen. Habe ich da einen gerade bekommen? Ich habe keine Ahnung. Hallo Black, ja. Ich bin deine Mutter, obwohl ich aussehe wie deine Schwester. Vielleicht bist du meine Schwester. Oh oh. Meine Schwutter? Moment. Das klingt interessant. Ja. What? Ich bin's, ja. Wie geht's dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinen Pokémon-Freunden angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Hast du oder hab ich dir eigentlich gesprochen? Du warst das. Okay. Ich rufe noch, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. Na, ich leg dann wieder auf. Verarscht. Dolch in den Rücken und tot. Black Punkt. Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon so weit gekommen. Professor Ace sagt mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe dir übrigens auch ein Geschenk für dich. Hier, probier sie besser gleich mal an. Gib mir deine Schuhe. Du kriegst neue Schuhe. Finally. Wir können rennen. Endlich. Wenn du die Turbodrehter schlüpfst, bist du 0, nichts am Ziel. Ja, endlich liest du das Gebrauchsanweisung vor. Bewege deine Beine. Ende. Genau. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Scheint eben nicht hin und wieder mal aufzuräumen. Wait, du bist doch nicht allein, das weißt du hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch deine Freunde ist ja jederzeit Verlass. Vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Wir sind frei. Running! Vorerst. So. Oh, Pokémon-Fang. Ja, und zwar ganz, ganz dringend, bevor ich dann diese... Ist das überhaupt eine Trainerin da? Nein, ich habe erstmal meinen Stift fallen lassen. Yo, hallo Shadrago. Und ich habe einen. Ja. Okay. Ein Faserstopp. Es ist immerhin voll entwickelt. Ach stimmt, das ist ja wirklich voll entwickelt. Ich dachte, das wäre die zweite Form, weil es unglaublich hässlich aussieht. Aber es ist weiblich, ich darf es eh nicht fangen, also. Stimmt. Aber ich darf das Shadrago fangen, weil es männlich ist. Darfst du nicht? Du fängst nein, Weibchen. Weil es nicht männlich ist. Weil es okay. Weiblich ist. Ich habe eine Perle gefunden. Hey, wie Perle! Wie schwächst das jetzt am besten, ist die Frage. Willst du meine Tasche? Oh, wie süß! Ja, das ist doch cooler. Was denn? Ein Teddy Ursa. Ja. Da freut sich jemand. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Angriff und Spezialangriff ist etwa gleich hoch. Infusion hat 50, Metal Cloud auch 50. Der Quality Check ist zu stark. Ich traue mich immer noch nicht anzugreifen, einfach. Deswegen hoffe ich, dass es... Ach komm schon. Es hat doch 90 Mal gewackelt, Jan. 90 Mal, ich habe mitgezählt. Ich probiere eine Konfusion aus. Jans Nase wackelt übrigens morgens auch immer. Ich habe sie gerade wackeln lassen. Das ist nur ein Sternenschauer. Okay, gut. Ich traue mich nicht weiter anzugreifen, weil wenn jetzt ein Crit kommt, ist das Shadrago weg. Okay, er hat mich gekrittet gerade. Ich habe mich schon gewundert, warum macht das so viel Schaden? Okay, ich habe einen kleinen Timer. Das heißt? Naja, es hat gerade meine Mewtwo mit Schlecker gut 40% abgezogen. Aber es ist drin. Okay, Teddy Ursa wurde gefangen! Oh yeah! So, Shadrago und Teddy Ursa. Es lässt Honig in seinen Ranken, ja, genau, in seine Pranken eindringen. Alola, Teddy Ursa, Pflanzen-Pokémon. Ja. Sodass es immer welche dabei hat. Du darfst dir einen tollen Spitznamen für einen Teddy Ursa ausdenken: Ikre? Okay. Shadrago? Shadrago? Tja, es ist ja kein Shiny, ne? Nein. Dann natürlich einfach Lego. Ich hab's irgendwie schon fast gedacht, aber ich hätte es auch so genannt. Passt Lego-Drache, kommt, passt Lego-Drache rein, das ist zu lang. Ja, ne, Lego-Drache passt auch rein. Dann Lego-Drache. Ikre, willkommen. Da freut er sich bestimmt, wenn er das hier überhaupt guckt. So, was hat Ikre denn so? Genau, was hat Lego-Drache denn so? Oh, Ikre ist kauzig, aber stolz auf seine Stärke. Kauzig und rohe Gewalt. Rohe Gewalt ist gar nicht mal so schlecht. Kann man den Satz bitte mal aus dem Kontext reißen? So. Rohe Gewalt ist gar nicht mal so schlecht. Ja gut. Hier hättest du uns auch noch einen Schnee-Ikri gegeben. Also Siberio. Ja. Ui. Alternativ hätte ich einen Pupita fangen können. Ja. Nimmt man gerne. Dann hättest du, hättest ein Pseudo-Legenden-Team haben können, aber es wurde denied. Ja. Shadrago dachte sich, ich will auch mitmachen. Ich will auch mitmachen, aber Shadrago kommen. Ist mal ganz cool. Wann hat man schon mal einen Shadrago? So ziemlich nie. Und ich finde jetzt, rohe Gewalt ist eine interessante Playthrough-Fähigkeit.
Wenn ich die Attacken dafür hätte, natürlich, aber bisher hat er nur Kratzer. Ja. Mal gucken, was man damit machen kann. So. Ich gebe mich erstmal nochmal kurz heilen. Ich habe mich auch nochmal geheilt. Ich habe gerade überlegt, ob Kratzer hat das nicht sogar, aber nein, Kratzer hat es einfach nur. Was hat denn Tedios nochmal für eine Fähigkeit? Mitnahme? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Mitnahme, ja. Ist auch ganz praktisch. Wird das, bleibt das als Osa-Ring? Nein. So, was wird das? Adrenalin? Oder hat Teddy Ursa auch schon Adrenalin? Ich weiß nicht, aber ich glaube, eine von Teddy Ursa-Rings Fähigkeit ist Rasanz. Ich weiß es doch nicht, Jan. So, erster Trainer. Ich möchte mit meinem Teddy kämpfen. Und du? Dann werde ich entsprechend mit Shadrago kämpfen. So. Hallo, na? Was ich habe erstmal ein Gelbstück gefunden im Gras. Der Blick eines Trainers, den anderen trifft, heißt es nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf! Ich muss erstmal durch das Gras kommen, bevor ich zum Trainer hin darf. Edmund schickt mir... Ja. Ja. Stalobor. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist nicht nur nicht so geil, das ist katastrophal. Dem machst du auch nicht viel Schaden mit Konfusion. Wie ist es vom Level her? 7. Ich glaube, ich mache mit Ikrim. Ich weiß halt nicht, was der schon kann auf dem Level, ne? Was denn? Also bei mir geht er genauso geil los. Ich habe einen Rabot. ja. Kann Rabot. Das kann aber Glut, das ist ja schon schlimm genug für Metagross, falls ich da wechseln muss. Kratzer. Ikre hält das durch. Ikre steht tapfer. Bekämpft kann Ramon böse Level 1 Attacken? Theoretisch Falterreigen und alles lernt mit Herzschubwald auf Level 1, aber ich weiß nicht, ob es das alles hat schon. Also ob das quasi zählt. Und so. Also zählt bisher das? Hat er nur Glut, Blutsauger und Fadenschuss gemacht. Okay, Stalobor kann halt nur Lehmsula und Turbodreher. Ich glaube, so gefährlich ist das gar nicht. No, Lego-Drachen brennt. Ich habe den Flammenkörper auf Doom vergessen. Der immer triggert. Er hat beim zweiten Mal erst getriggert. Also die Sache ist, ich muss jetzt aber jetzt gleich Metagross einwechseln, weil brennender Lego-Drache. Also Stalobor ist easy. Es hat Lehmsula, Lehmschelle und Turbodreher. Also Gott sei Dank. Nicht irgendwie... gefährlich. Also was ist eigentlich Level Cap? Das weiß ich gerade auswendig nicht, aber sicher über 10. Das hoffe ich. Na gut, ich muss jetzt leider metergroß in einen Ramot reinwechseln. Ja, du schaffst das aber, oder? Ja. Ha, Neutraltorso. Bringt nix. Und Windstoß ist die vierte Attacke. Okay, also Ramot konnte nichts Böses. Schlimmste, was er hätte machen können gegen Todbringer, wäre eine Glut gewesen, und er hat sich stattdessen entschieden, einen Windstoß zu machen. Ich bringe nämlich Kratzfuhr rüber. Ich verabscheue Kratzfuhr. Kratzfuhr ist eine richtige Müllattacke einfach. Also ich muss sagen, der erste Trainer hat einem schon richtig so gezeigt, du hast Legenden oder Semi-Legenden. Fuck it. Hey du, ich habe was ganz Tolles vor. Ja, achso, der springt jetzt die Stufe da runter. Ja, ich gebe mich nochmal heilen. Mein Lego-Drache ist halbtot und brennt. Ja, ich mach's vorsichtshalber auch mal. Man kann nie wissen, man kann nie wissen. Was bin ich froh, der Dialog ist vorbei, wir haben die Turbo-Treter. Jan, ab jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Ja, und ich werde für den nächsten Part auf jeden Fall mal nachgucken, was das Level-Cap ist. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe 12 im Kopf. Wir werden auf jeden Fall noch ein Pokémon vor der Arena bekommen. Und zwar unseren geschenkten Nicht-Affen. Kein roten Pokémon mehr? Doch. Nein. Oder ist das danach erst? Orion City kommen wir nicht raus. In der Traumbrache können wir ohne Zerschneider nichts fangen. Also kriegen wir nur noch den geschenkten Nicht-Affen. Also du hast bis zur ersten Arena nur rein theoretisch eine Chance auf 4 Pokémon. Ja, stimmt. Das war bei meiner Stream-Challenge damals so ein klitzekleines Problem. Also ich erinnere mich noch, als ich zum allerersten Mal eine Nuzlocke hier von Schwarz-Weiß gemacht hatte, hatte ich nach Orion City nur noch ein Pokémon. Und ich durfte die Stadt nicht verlassen. Weil du musst zwingend einen Doppelkampf machen, wo du zwingend 2 Pokémon dabei haben musst. Sonst darfst du die Stadt nicht verlassen. Finde ich ein bisschen seltsam. Dafür hau ich jetzt noch den... Ach, das ist gar kein Trainer. Ach so, okay. Dann hau ich den Trainer... Okay, ich bin in die Göre reingerannt.
Göre. Ach, die Göre. Die Pokémon lieben alles. Ich wollte eigentlich noch wechseln und Ikre vorne haben, aber jetzt habe ich Freezer vorne mit einem Smogmog. Okay, ich bin ganz froh, dass ich Freezer vorne habe. Ah, ich habe nur einen Dickter als Gegner. Ich hab doch nicht Freezer vorne. Warte mal, Smogmog kann explodieren auf dem Level. So ist damals mein Piffs gestorben. Kann es das? Ja, ich habe einen Smogmog auf Route. Also, es war Smaragd. Ich weiß nicht, ob es hier auch kann, aber. Ich kann eben mal nachschauen. Auf welchem Level ist es denn? Nein, das ist der Überraschungseffekt. Lass mal. Dann. Also, ich meine, ändert ja eh nichts. Ich meine, ich würde zu Mewtwo wechseln und greife jetzt eben Psychokinese an, die keiner ist, sondern Konfusion. So. Sollte einer ausreichen, oder? Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Gott sei Dank. Mann, ich möchte mal Ikre kämpfen lassen, aber die Pokémon, die ja als Gegner kommen, sind nicht so sein Ding. Mein Pokémon ist total süß. Ich liebe Smogmog ja auch, aber... Süß ist was anderes. Ich wollte sagen, süß? Na, ich weiß ja nicht. Ja, ist Lego da schon fast höher vom Level als Rotbringer? Nee, Rotbringer ist noch auf 9. So, ich gehe noch ein bisschen nach vorne. Bist du in dieses leere Gras oder bist du im Trainer oben? Ist da noch ein Trainer oben? Hinter dem Gras ist noch ein Trainer. Klingt wie so ein Film. Der Trainer hinter dem Gras. Upsi! Upsi gleich. Achso, sind alle meine Pokémon freigelassen. Ach, das ist ja nichts Besonderes. Oh, die Encounter Rate. Fifth Gen Encounter Rate. Schalalalala. Und du musst bedenken, wir haben vor Orion City noch einen Rivalenkampf gegen Bell. Gegen Bell, okay, gut. Das ist die mit der Bluebella. Das sollte ja schaffbar sein. Wobei, Bluebella, ne? Ihr habt schon richtig erkannt, das habe ich ganz außer Acht gelassen. Bluebella war der Runkiller für mich oft in meinen Livestream-Challenges. Ja. Also einen Trainerkampf hinterm Gras hast du noch nicht gemacht, ne? Nee, aber ich würde mich gerne neben ihn stellen, aber ich werde einfach von wilden Pokémon geplagt. Ja, ich stehe quasi schräg unter ihm. Ich stelle mich auch schräg unter ihm, ich habe Angst, dass er sich umdreht. Ja, genau deswegen. Oh Gott, Leute, ey. Kampfsystem ist so schnell, aber Gelaber und Encounter Rate, ich krieg gerade direkt wieder Flashbacks zu meinen Challenges. Das ist ja zum Kotzen. Lass mich doch mal einen Schritt laufen, ohne dass irgendwas kommt. Ich bin in 4 Pokémon reingerannt, nur von oben nach unten. Geil. Also an dieser einen Grasstelle. So, Leute. Joa, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.